Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zu Forza Horizon 3 und ich begrüße euch hier im neuen Jahr. Ganz liebe Grüße an meine Forza Community. Ja, frohes Neues und natürlich auch in diesem Jahr geht es weiter mit den Forza Horizon 3 Car Packs. Und heute ist es wieder soweit. Wir sehen das Rockstar Energy Auto Paket. Und dann schauen wir uns wieder an. Wir machen das wie beim letzten Mal. Wir schauen uns alle Autos an, die drinnen sind. Wir werden dann zwei uns rauspicken, mit denen wir mal ganz kurz ein Ründchen drehen und uns eventuell die Tuning-Setups anschauen. Und dann suchen wir noch den Scheunenfund. So, das alles steht auf dem Programm. Und jetzt Klappe halten oder auch nicht, denn hier ist der Bentley Bentayga. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bentayga? Dayaka? Entschuldigung für alle Bentley-Fans, sorry. So, was haben wir noch? Den BMW i8. Da bin ich ja schon so ein bisschen scharf drauf. Ich weiß, da streiten sich die Geister. Aber bei mir in Berlin, da ist der Nachbar, der fährt das Ding. Und wenn man das wieder live sieht und mal drinnen saß und so, dann ist das schon was ganz anderes. Dann mag man schon sowas. Egal. So, wir haben hier noch den Ford Rockstar F-150 Trophy Truck. Oh, Trophy Truck. Ich sollte mal was trinken, meine Lippen sind trocken. So, den Ford Falcon XA GTHO 1972. Dann haben wir den Nissan Skyline GTS-R. An alle Nissan Skyline-Fans, ich denke mal, den werden wir uns definitiv anschauen in den Tuning-Einstellungen. Den Radical RX Turbo, das sagt mir gar nichts. Interessant, interessant, interessant. Und dann haben wir noch einen Volvo V60 Polestar 115. Okay, ganz spontan würde ich sagen, so drei Autos, die mir auf jeden Fall schon ein bisschen anlachen. Ich fange natürlich erstmal mit den BMW i8 an. Ich kann nicht anders, Leute. Ich kann nicht anders. Ich muss. So. Oh, noch keine Designs. Mensch. Bin gespannt, wann die ersten sich eine Farbe wählen und dann. Oh. Nee, ich möchte das. Ich mag ja das mit diesem Blau. Ich mag es ja. Noch schöner, wenn man das Blau durch ein Neongrün ersetzen würde. Egal. Mache ich dann alles wieder selber. Designs werden wieder selbst entworfen. Möchten Sie dieses Auto auswählen? Gerne. Ich möchte ich nicht. Ich will. Ich hatte hier eigentlich mal noch eine Fernbedienung gehabt. Ach, da drüben. Ich muss mir kurz ein bisschen hier was am Ton einstellen. Ah. Ah. Hallo. Na du? Na du? So, bei denen ist es natürlich jetzt interessant, was sagt hier die Tuning-Einstellung, weil Elektroauto, ne? Guck mal doch mal rein. Individuelles Upgrade. Als erstes würde mich interessieren, ob an der Karosserie was machbar ist. Natürlich, der typische Forza. Der typische Forza, der darf nicht fehlen. Um Gottes Willen. So, was haben wir noch? Ja, freilich. Also ich finde, das ist ein Auto, da muss so ein Spoiler unbedingt drauf, oder? Findet ihr auch? Oh Gott, das ist echt ein Verbrechen gegen die Natur. So, okay, da haben wir schon mal nachgeguckt. Wir hätten Umbauten. Was heißt ein Umbauten? Okay, wir können tatsächlich noch einen schönen anderen Motor reinsetzen. Der haut den aber auch gleich auf S1. Ja, der steht ja auch schon kurz vor S1. Also das ist definitiv ein S1-Fahrzeug. Das steht ja wohl mal fest. Da werde ich auch gleich mal den neuen Motor reinpacken. Antrieb. Ne, ich lasse den mal. Einen Turbo könnten wir reinbauen, einen Twin-Turbo. Macht 20 Punkte plus. 20 Punkte plus. Ich glaube, die nehmen wir. Jetzt wieder so die groben Einstellungen. Ihr wisst ja, wie es ist. So. Denkt dran, wir können jetzt die Originalfelgen seit dem letzten Update endlich vergrößern. Und die Felgen sehen so geil aus, dass ich sie vergrößern muss. Auch da gibt es kein Wenn und kein Aber. So, was schmeißen wir denn mal drauf? Ach so, halt jetzt erstmal die Breite. Mal hinten ruhig richtig fette Schlappen. Vorne überlege ich mir, ob ich mir die Punkte spare, weil die immer so viel wegnehmen. Ich nehme erstmal bloß die. So, und dann eine schöne Reifenmischung. Oh, was? S2 schon? Ach du Scheiße. Das ist eine S2-Rakete, wird das. Aber ich will keine S2-Rakete. Wir versuchen es mal so. Wir versuchen es mal so. Ich will den in S1 lassen. Sagte er und sieht gleich, was passiert. Wir machen mal eine Sportkupplung bei denen rein. So, auch hier bitte der Sport. Danke, Sport. Und
Wie sieht's aus mit Sport? Danke. Super. So. Dann einmal die Bremsen. 89, das ist mir schon fast zu heftig. Ja, tief muss er sein. Wie tief kannst du gehen? Wie tief kannst du gehen? Sport bitte. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Sport haben möchte? Ich glaube noch nicht, ne? Nee, lass mal. Lass mal. Soll ja optisch schon auch ein bisschen was bringen. Ist der gerade größer geworden oder ist das... Tue ich das gerade? Habe ich gerade einen Knick in der Pupille? Egal. Ja klar, gut, der wird ja leichter. Schwerer. Nee, leichter. Was erzähl ich denn? Ach, Toni. Es ist früh am Abend. Verzeiht mir. Verzeiht mir. So. Motor. Na, schauen wir mal. Ob ich hinkomme oder nicht. Gut. Da müssen wir Rennen nehmen. Schade. Hier bleibt man bei... Macht einen Punkt. Den merke ich mir mal, den einen Punkt. Rein. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Alter, ist halt wieder getrickt. Ne, okay. Gut, wir haben 2 Punkte noch zu vergeben. Und die nehme ich mir doch glatt. Einmal hier. Und. Wo war es denn jetzt gewesen? War das jetzt alles voll gewesen? Tatsache. Wir haben noch 2 Punkte zur Verfügung. Wuhu! Nett, dankeschön. Und voll. So. Dann wollen wir doch das kleine Gerätchen hier mal Probe fahren. Dann bin ich ja schon ein bisschen spitz drauf. Ein bisschen. So, ansonsten dankeschön für alle Kommentare, alle Likes, für alle neuen Abonnenten, die in den letzten 2 Wochen hier auf meinem Channel passiert sind. Das ist ja Wahnsinn, was da gerade abgegangen ist. Warum auch immer. Ihr seid auf jeden Fall die Besten und hallo, ihr seht Toni. Ja, ich versuche, soweit es geht. Ich habe einen neuen Kandidaten für deine Aufstellung entdeckt. Naja, so. Gerücht hey, über einen legendären Schulden. Ich habe einen anonymen Hinweis zu einem weiteren verlassenen Klassiker hier draußen eingesandt. Nicht, warum er oder sie das anonym getan hat, aber wir mögen Gerüchte, nicht wahr? Wollen wir mal gucken, wie er sich fährt. Ah. Aber erstmal, ich glaube, jeder möchte ihn auch gerne erstmal so sehen. Bleib mal bitte stehen, Kleiner. Ja. Ja. Wie siehst du denn von drinnen aus? Ja. Na, das ist doch was. Hört sich sauber an. Oh, ich mag diesen Arsch. Steh auf diesen Arsch, wirklich. Kann er über Elektroautos sagen, was man will, aber ich liebe diesen Arsch. So, dann machen wir uns mal noch direkt den neuen Scheunfund einkassieren. Bevor wir uns dann das nächste Auto anschauen, im Detail. Oh, was tut denn in der See? Das wäre ja ein Witz, wenn die jetzt hier schon ist, oder? Ne, okay, das ist sie nicht. Das wäre es ja jetzt gewesen. So. Ich weiß, ich könnte das Ganze jetzt auch natürlich ein bisschen beschleunigen, indem wir Drohne nehmen. Und wenn ich die jetzt nicht, die Scheune jetzt nicht direkt gleich finde, dann werde ich auch zur Drohne greifen müssen, weil das wieder ein recht großes Gebiet ist, was wir hier absuchen dürfen. Da ist was. Nee. Oder? Nee. Sieht nicht wirklich nach einer Scheune aus. Ich versuche mal die Klappe zu halten, damit ihr einfach mal den Sound hören könnt. Was haltet ihr denn davon? So, wenn man nicht gerade irgendwo dagegen fährt. Voll Idiot. Okay, hier ist nichts mehr. Naja, für einen Acker ist der jetzt nicht gemacht. Aber er fährt sich gut. Aber da müssen definitiv noch Feinsettings gemacht werden. Also das Grobe reicht definitiv nicht bei denen aus. Aber er ist schön. Wirklich. So, jetzt mal hier oben auf dem Berge. Da hinten ist ein Häuschen. Moment mal. Nichts. Scheunenfund. Au. Okay, Drohne raus. Machen wir es doch mal fix.
Drohne raus. Alle mal einsteigen und los geht's. Suchen wir doch mal die Scheune. Ich ahne ja irgendwie hier so in dem Bereich. Hm? Oh Gott, das Video zieht sich in die Länge. Für alle Live-Zuschauer, dankeschön, dass ihr reinschaltet. Hab bis jetzt noch nicht viel verpasst, außer dass ich die Autos im Groben schon mal gezeigt habe und dem BMW in seinen Tuning-Möglichkeiten gezeigt habe. Und jetzt suchen wir gerade den aktuellen Scheunenfund. Der anscheinend... Ist er das? Das ist er, ne? Perfekt, das ist er. Super. Und danach suchen wir uns das nächste Auto. Wenn ihr den Anfang nochmal sehen wollt, das Ganze ist in circa einer halben Stunde auf meinem YouTube-Kanal. Dort einfach dann reinschalten und nochmal angucken, wenn ihr darauf Lust habt. Da. Bitte einmal in die richtige Richtung fahren. Bitte, bitte, bitte. Oh, dreckig geht's du aber gar nicht, mein Bruder. Komme, ich komme. Ich muss mich hier nur durch die Bäume buxieren. So. Perfekt. Haben wir's doch. Und das ging fix. Ich wusste, wir würden es finden. Das tun wir immer. Na, das sieht doch nach einem Pferd aus, oder? Oder? Wow, cool. Es ist ein Volvo. Aber was für ein Volvo? Echt? Ein Sportwagen mit Frontmotor und Hinterradantrieb. Und wenn er ist, was ich denke, was er ist, ist er auch noch berühmt. Na los, holen wir ihn hier raus. Okay. Oh, den muss ich auf jeden Fall restauriert dann sehen. Das auf jeden Fall. Geh weg. Geh weg. Ich kann ja, ich geh ja schon weg. Bleib mal jetzt ruhig. Wir wollen ja noch ein paar andere Autos uns anschauen. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das in dem Video schaffen, dass er bis dato restauriert ist. Aber im nächsten Video zeige ich euch das gerne. Und wie gesagt, auch wenn ihr mehr Details zu den anderen Fahrzeugen sehen wollt, dann schreibt es einfach bei YouTube in die Kommentare rein. Wenn du zusiehst, ich sag dir Bescheid, wenn er fertig ist. Genau, danke. Und dann mache ich dazu nur noch ein anderes Video oder so nochmal separat dazu. Aber bisher handhabe ich das so, dass ich bei diesen Autopaketen immer bei zwei Autos ins Detail reingehe. Ich denke mal, das lohnt sich dann auch mal ein bisschen mehr. DLC-Autos, da haben wir sie. So. So, und ich hätte jetzt gedacht, so, BMW haben wir jetzt erstmal vorgestellt, wissen wir jetzt Bescheid. Und ich hätte jetzt gedacht, weil ich glaube zu meinen, dass der wieder im Tuning-Bereich recht gut sein wird, dass wir uns den Nissan Skyline GTS-R uns genauer anschauen. Zumal das auch mein Baujahr ist. Hast du gerade dein Alter verraten? Na, verdammt. So. Oh, auch hier noch keine schnellen Design wieder hinklatschen. Online anbieten. Ihr kennt das alle. Ja, okay, es gibt jetzt. Den gibt es nur in Schwarz und dann nehmen wir den erstmal jetzt. Naja, ne, egal. Wurscht. Designs mache ich eh wieder selber. So. Dann wollen wir nochmal gucken. Da ist er doch. Na du? Na, dann zeig mal her. Upsa. Direkt in die Upgrades rein. Und ich hatte recht gehabt. Auch hier haben wir wieder ein Auto dabei mit besonderen Tuning-Möglichkeiten. Und wir schauen sie uns einfach mal an. Ja, ja. Ist jetzt ganz okay. Es geht schon, es geht schon. Ne? Nehmen wir. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Hätte man vielleicht noch ein bisschen was verändern können, aber wir gucken gleich nochmal in die anderen Einstellungen rein. Vielleicht haben wir da nochmal so zwei, drei Dinge, die wir nochmal selber ändern werden. So, und zwar gehen wir hier auf die Karosserie. Okay. Das ist die von Nissan. Das ist die, ach, das ist dieses hässliche Forza-Ding, ne? Das ist aber auch eine Abartigkeit. Oh ja, oh ja, das passt super. Das nehme ich. Nee, dann bleiben wir doch lieber so, wie er ist.
Was hat denn sich jetzt geändert? Ach, oben. Ist ja süß. Ist ja süß. Ja gut, das macht jetzt... Ob mit oder ohne. Macht ein bisschen breiter. Ach kommt, nehm mal rein. Nehm mal so. So. Die Schlappen. Irgendwie, Kollege? Ja, nee. Da muss was anderes drauf. Ja, da, bei solchen Autos, da muss sowas drauf, finde ich. Fast. Hab mich noch nie entschieden. Wir fahren den gleich, keine Sorge. Oder die ganz breiten bei denen hier. Die so ein bisschen, ah nee, die gehen nach außen. Bin ich nicht so da. Das passt schon. Die ein bisschen größer ziehen. Halt. Falsch. Ich will schon alle da draußen jetzt. Nein, warum nimmst du die? Um Gottes Willen. Das geht ja mal gar nicht. Aber hey, Leute. Dafür macht ja jeder so, wie er denkt, oder? Sind wir doch mal nicht so kleinlich. Oh, echt? Das Ding ist auf S2? Ach du Scheiße. Na gut, wir haben ja den BMW schon auf S1 getrimmt. Da können wir da doch mal machen. Ich überlege gerade, ob ich bei denen... Offroad reinmache und den für Schneegebiet nehme. Was haltet ihr dann davon? Ich glaube, das werde ich machen. Wir machen hier Schneereifen drauf. Das wird, denke ich, mal eine ganz lustige Nummer. So, die Rennkupplung, die ist schon drin. Ja, gut, das hat man ja... Der hat das jetzt alles so übernommen. Das könnte man hier höchstens noch gucken. Ja, der hat alles reingenommen, weil wir am Anfang dieses Kit gewählt haben. Da brauche ich so nicht mehr viel machen. Nö, lass den mal so. Gut. Nehmen wir so. Dann fahren wir mal ins Schneegebiet. Würde ich mal sagen. Und gucken mal, wie er sich da verhält mit den Offroad-Reifen. Aber den BMW, den i8, den lass mal normal. Also den im Schneegebiet, das macht... Hat das wenig Sinn? Aber mit denen hier könnte ich mir ruhig so ein bisschen Party vorstellen. So. Uiuiuiuiui. Zeig mal von da drinnen. Oh. Naja, aufgeräumt, ne? Früher hat man immer gesagt, aufgeräumt das Cockpit. Uiuiuiui. Nicht so doll aus Gas drehen. Eieieiei. Kommen so ein paar Pferdchen dahinter. Oh. Ich denke mal, wollen wir doch mal losfliegen, würde ich sagen. Schnell reise gleich. Ich sollte ein bisschen sagen, denn... Wobei, eigentlich kann ich dir jetzt die Musik anlassen. Ich habe das schon mal gefragt. Wisst ihr das? Kann ich jetzt die Musik eigentlich drin anlassen? Weil YouTube hat das doch geklärt mit den Musikrechten, oder? Wie war das gewesen? Egal, wir werden sehen, ob das Video blockiert wird. So. Ab in den Schnee. Und mal gucken, vielleicht mache ich noch ein Auto. Ein Auto noch. Weil ihr so lieb seid, zeige ich noch einen aus dem Carpack. Wenn ihr jetzt einen Wunsch habt, welchen, dann schreibt ihn mir jetzt bei Twitch rein. Jetzt habt ihr die Chance, wenn ihr einen speziellen Wunsch habt. Dann gucken wir uns den dann noch an. Ansonsten für die YouTuber natürlich klar, logischerweise. Bitte in die Kommentare rein. Ach ja, in der Ladebildschirm nicht wäre, ne? Aber gut, wir reisen jetzt quasi, bis das Auto erstmal im Flugzeug ist und bis wir da... rüber sind. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Ja, da kriegt man auch manchmal ein paar Doppelbilder serviert als Ladebildschirm. Das ist schon okay. Längste Sprungzeit. 5 Sekunden noch etwas, okay? So, ich bin wieder im Schnee. Sehr schön. So, fahren. Na, seht ihr schon, die Winterreifen sind drauf. So. Wollen wir doch mal gucken.
wie er sich schlägt. Mal. Wenn man hier so querfeld einguckt, damit ich den mal ein bisschen in den Kurven testen kann. Oh, lässt sich ja eigentlich noch gut kontrollieren. Schauen wir mal, wie er sich jetzt auf der Straße verhält. Boah, jetzt bin ich auch mitten im Tiefschnee hier, ey. Meine Güte. So. Boah, bis jetzt macht das sauber. Wie gesagt, wir haben noch keine... Ah, den kannst du schön driften eigentlich. Der kommt ein bisschen früher als gedacht. Aber ich denke mal, für die Drifter unter uns ist das natürlich gerade hier in dem Gebiet hier. Ich versuche den mal jetzt hier die Kurven reinzusetzen. Doch, doch, doch. Also ich denke mal, wir dürfen nicht vergessen, ich habe kein Drift-Setup drauf gemacht. Also der lässt sich schon. Der lässt sich fahren. Können wir machen so. Nice, gut. Auf zum nächsten Auto. Wir mal noch ein ganz schnell Foto hin. Aber der ist so nix sagen noch mit der. Also ohne etwas drauf ist der mir noch zu nix sagen. Der fehlt noch einfach. Egal. Ich mach später schöne Fotos. Bin den i8 auf jeden Fall. Der kleine i8. So. Dann einmal hier rein. So, habt ihr schon in die Kommentare geschrieben, welches Audio ihr sehen wollt? Ich guck mal kurz rein. Du bist cool, auch wenn du zur Xbox One gewechselt hast. Ja! Julius, ich überlege gerade. Moment mal. Das heißt, wir kennen uns ja noch zumindest von der PlayStation 3 dann. Ich kann dich aber nicht mehr ganz so zuordnen. Tut mir leid, nicht böse nehmen. Woher denn dann? Er kann ja eigentlich nur vom Wild Dudes Clan sein, oder? Wenn ich jetzt so recht überlege. Splinter Cell Zeiten? Irgendwie so die Ecke. Oder Call of Duty. Boah, das ist auch ewig her, ey. 8 Jahre? Das ist 8 Jahre, glaube ich. Boah. Egal. Nicht abschweifen, Toni, jetzt hier. So. Auf zu den DLC-Autos. Das Rockstar Energy Car Paket. So, ihr habt mir jetzt nicht reingeschrieben, was ihr haben wollt. Also, mache ich nochmal... Ja gut, jetzt den jetzt hier angucken, jetzt hier im Schnee, macht nicht Sinn, oder? Fortfahren. Den Bentley. Ja, ich sag mal so, der Ford, der Trophy Truck ist halt ein Trophy Truck. Was will man da großartig zeigen? Ich glaube, wenn dann den Ford hier. Dass wir uns den hier nochmal ganz genau anschauen. Das wäre vielleicht nochmal so eine etwas interessante Kiste. So. Ach, natürlich gibt es aber schon mehrere Ausführungen. Das ist ja schön. Oh. Yummy, 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 yummy. Das Gelb gefällt mir ganz gut. Ja, das ist ja nun wirklich. Also, das kann ja nun jeder machen, eigentlich selber. Wobei man aber sagen muss, es sieht jetzt nicht schlecht aus, ne? Also, es passt zu den irgendwie so Mafia-AK-mäßig. Kommt, nehm mal. Ich glaube, ich weiß sogar, auf den mache ich ein Mafia-Design drauf. So zwei Mafiosi-Schattenfiguren mit Zigarette in der Hand und so. Geil bei dem Auto. Wird es dann natürlich wieder runterladbar sein, ne? Da mal einfach mal schauen, auf mein Profil klicken, da seht ihr immer, welche Designs gerade online sind. Und ihr wisst ja, früher habe ich immer Videos gemacht, aber das macht nicht wirklich viel Sinn, wenn ich jedes Mal ein Video mache. Was hast du denn unter der Haube? Oh. Ja. Nett. So. Na dann, wollen wir uns das doch mal angucken. Upgrades. Individuelle Upgrades. Gehen wir erstmal wieder in die Karosserieform rein. Nö, da gibt's bloß den Forza. Der macht's jetzt auch nicht wirklich schöner oder besser. Eigentlich macht er den bloß ein bisschen dünner, ne? Ne. Wer's braucht? Ja, gut. Hier macht der Sinn auf jeden Fall. Also. Den finde ich okay. Der kann dranbleiben, meinetwegen. Das stört jetzt nicht.
Oh, offener, offener, offener. Ich glaube, ich nehme den offenen, oder? Oh, das ist schon... Das ist schwierig, diese Entscheidung, ne? Offen sieht geil aus, aber ich entscheide mich... Ich entscheide mich für den hier. Aha, schwierig. So, dann pass auf. Felgen. Ich finde, so ein Auto braucht schöne, schöne Della-Felgen. Schöne Della-Felgen, verstehst? So, am besten hier mit Plüsch. So, mit Plüsch überzogen. Sind sie denn jetzt, die Della-Felgen? Bin ich hier richtig? Man kann das sein, dass wir mehr Felgen dazugekommen sind? Nee, ne? Wo mache ich mich gerade, wa? Ja, das sieht auch nicht schlecht aus, aber genau so weit hier halt. Aber vielleicht ein Tick moderner, noch ein ganz klein. Ja, genau so. So, genau so, das. Genau das wollte ich. Genau das machen wir. Und dann ziehen wir die natürlich groß. Gott, wie riesig gehen die denn bei denen? Alter, Falter, bleib mal locker. Also groß ist schon okay, aber nicht zu groß. Man muss ja auch nicht immer übertreiben. So. Na, das hat doch was. Das hat doch schon klasse. Oh, auf jeden Fall dicke Schlappen. Und ich sehe gerade, das könnte ein netter A-Wagen werden. Oh, vorne braucht was dünn. Vorne braucht was dünn. Winterreifen. Nee, lass mal. Das wird kein Only-Winter-Car. Kommt eine richtige Rennmischung drauf. Was sagt denn der Umbau eigentlich? Dem Motor. Ah, eine 8,4. Ne, warte mal. 6,2 Liter. Hm. Nehmen wir rein. Der Antrieb. Warte mal, was ist der Antrieb? Mach den mal. Nee, der geht mir sonst zu sehr der Arsch. Auf keinen Fall ein Turbo. Scheiße. Ich wollte den eigentlich bei A lassen, aber das sieht schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus, wenn ich jetzt hier noch mit den Kupplungen rumspiele. Dann nochmal rennen. Rennen. Zack. Rein. Immer rennen in die Kiste. So, Antrieb und Fahrwerk. Ich denke mal, die Bremsen, die werden wir jetzt das Genick schon brechen. Nehmen wir erstmal nur ein paar Sportbremsen. Machen wir das ganze Ding ein bisschen differ. Auf jeden Fall Rennstabilität rein. Nee. Ja, das Gewicht, das... Nee, ich will mir erst den Motor angucken. Erst muss ich den Motor anschauen, um zu sehen, ja. Jede Menge. Ich hab's geahnt. Dann versuchen wir zumindest einen Straßenansauger reinzusetzen. Versuchen vielleicht beim... Das bricht mir das Genick hier. Machen wir erstmal alles auf Street. Ja, die Zündung. Die reißt es wieder raus. Ja, der Wagen ist eigentlich auf S1 gedacht hier. Definitiv. Der klaut es mir auch schon wieder 2 Punkte. Ich glaube, ich muss mir noch irgendwo einen Punkt klauen. Straßenmotorblock ist eigentlich... Warte mal. Hör da auf. Ich glaube, mit dem muss ich mich noch mal ein bisschen näher beschäftigen. So, wir knallen das hier rein. Gehen noch mal hier rüber. Gehen noch mal auf die Reifen. Nehmen mal hinten. Wieso wird denn der jetzt... Okay. Okay. Ich dachte, da haben wir... Ja, komm. Nehmen wir die Reifen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Spielraum. Und dann kriegen wir den noch einigermaßen dahin, wo ich ihn haben wollen
Bitte. Ja. So, einen Punkt haben wir noch zu vergeben und den holen wir uns hier vorne. Nein! Warum will der auf einmal 2 Punkte? Da. Rein damit. So, erstmal ganz grob. Wurscht. Schauen wir uns das Ding hier mal an. So. Ja, aber nettes Carpack. Also für mich auf jeden Fall der BMW 8 so mein Highlight. Boss, wenn du da draußen Schwierigkeiten mit der Bodenhaftung hast, komm doch einfach zur Werkstatt und ich verpasse dir ja, nur will ich jetzt keine Winterreifen drauf habe. Aber ich sag mal so, wenn das sich jetzt schon hier gut fährt, dann weiß ich eigentlich Bescheid, dass der auch woanders sich gut machen lässt. Okay, ja, so wie zum Thema Tuning braucht keine Winterreifen, ne? Ja, aber das habe ich gerade mit Absicht gemacht, wirklich, ich schwöre. Ich schwöre, ihr wisst auch warum. So. So, natürlich möchte jetzt keiner Party beitreten. So, denn jetzt möchte ich wissen, ein Foto noch machen und ich hoffe, dass dann der Scheunenfund vielleicht schon fertig ist. So. Machen wir erstmal hier. Die Blende machen wir weg. Ach Quatsch, warte mal, das war der Fokus. Entschuldigung, die Blende brauche ich. Blende brauche ich bei 23. Die Verschlusszeit mache ich auf 9. Den Kontrast nach unten pegeln auf 53. Die Farbe machen wir auf 64, den Sehbergehalt auf 32, die Helligkeit auf 50. Ne, der braucht kein Mensch. So. Ne, kommst du her? Scharfstellen bitte. Danke. So. So. Ich brauche ein bisschen mehr Sonnenreflexion. Ja, da kommt sie, da kommt sie. So. Ja. Her damit. Nehmen wir so. Dum -badum -bum -bum. Dum -badum -bum -bum. So, das Logo hauen wir mal da unten rein. So, lalililapup. Schnell was eingegeben. Und dann haben wir das auch. Perfekt. Anstößiger Inhalt. Och, jetzt meckerst du über meinen Namen. Ist es nicht dein Ernst? Es ist doch nicht dein Ernst. Leute, ich will das Video kurz halten. Wir wollen doch noch gucken, ob der Scheunenfund fertig ist. Das kannst du nicht machen. So, dann halt ein Z-U-I. Zui. Also wenn das anstößig ist, dann will sie auch nicht mehr. So. Teilt. Ihre Datei wird frei. Super. So, wirklich verlassen? Möchte ich wirklich verlassen? Wirklich. So, dann wieder auf in die Zentrale. So, hoffen wir mal. So. Tja, aber so wie es aussieht, Leute. Ich glaube, wir sehen uns im Extra-Video. Wenn ihr Bock habt auf den Scheunenfund, dann zeige ich den euch noch im Extra-Video. Aber sonst wird das jetzt echt too much hier, wenn wir damit anfangen. Also wie gesagt, da ist es. Rockstar Energy Autopaket. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Danke für den... was heißt danke für den kleinen Einblick? Ich habe den Einblick gegeben. Oh Mann, Toni. Rauch weniger. Oder was auch immer du nimmst. Für alle Live-Zuschauer, Dankeschön fürs Reinschalten. Für die YouTuber, Dankeschön für Like, Abos und Käsekuchen. Ihr seid wirklich die Größten und ich weiß, das sagt jeder YouTuber. Ich bin aber kein YouTuber, weißt du? Ich mache das nur aus Spaß. Ich verdiene daran kein Geld, will ich auch nicht. Denn warum auch, habe ich keinen Bock drauf. Und darum freue ich mich umso mehr, mit euch zusammen irgendwie ja, was Cooles zusammen zu machen. Und freue mich immer über Like, Abos und Käsekuchen. Und daher, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen uns
Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr halt noch spezielle Autos sehen wollt, gerade aus dem neuen Carpark, dann bitte einfach bei YouTube in die Kommentare reinschreiben für die Live-Zuschauer, die jetzt erst gerade reingeschaltet haben. Ich verabschiede mich gerade. In einer Dreiviertelstunde ist das ganze Ding auf YouTube hochgeladen. Bis dahin, euer Sonnechi. Haut rein. Tschüss mit Ö. Ja gut, und ein I am Ende. Wo kommt denn eigentlich immer das I her? Na, von Käsekuchen. Hä? Käsekuchen hat keine Idee.